Heute steht als nächstes die Arena an, und zwar von Lamina in Herzhofen. Arena Nummer 5, die uns jetzt heute endlich mal ansteht. Holy, Zukunft der Gatchen. Diese Arena wird ein Pokémon vom Typ Geist ein. Vorsicht, Attacken vom Typ Normal zeigen bei Geister-Pokémon gar keine Wirkung. Es ist, als wären sie überhaupt nicht da. Gruselig. Aber das findest du schon aus selbst heraus. Geht jetzt los, du schaffst das. By the way, ist auch das Ganze andersrum. Greift ihr mit einem Geist-Pokémon einen normalen Pokémon an, das ist keine Wirkung, zumindest nicht mit dem Geister-Attacken. Naja, auf geht's. So, was haben wir denn noch für eine Erinnerung? Richtig, Mathe. Naja, Frage. Erstmal 3 plus 5 plus 7. Ja, also ist natürlich 15. Richtig. 3 plus 7, 17 plus 15, 15. Eigentlich müssten wir jetzt nur diese Tür hier nehmen, um weiter gehen zu können zur Richtung Arena-Leiterin. Aber ich möchte das gar nicht. Ich möchte die Kinder herausfordern, die hier noch so sind. Und zwar unter anderem ihn hier. Hast du einfach kein Pocket? Oder hast du einfach vergeigt? Ganz einfach, ich habe absichtlich vergeigt. So, der gute Knirps Nidia. Mit einem Nebulak. So, geh mal drauf, komm. Erstmal mit Gewissheit. Das nächste ist wieder ein Apollo. Also ein weiteres Geheim-Pokémon, ein weiteres von dem wir da haben. So, schauen wir mal, ob wir das schaffen. Mit einmal Heroas, dieses Apollo aus dem Leben zu reißen. Jawohl. So. 38 für Polion. Ja, voll erwischt. Jo. So, nehmen wir mal die mittlere Tür. Und dann haben wir eine junge Dame. Das habe ich mit Absicht gemacht, um die nicht kämpfen zu können, oder? Ja, habe ich gemacht. Ja. Drangfuß. Naja, nehmen wir es mit. Wollen wir mitnehmen? Gehen wir mal mit Raupen und gucken, vielleicht aber ein Item finden. Okay, hat keins. So, die Dame ist schon besiegt. Du machst es der Gegner nicht gerade leicht, was? Meine Güte. Nö, nicht wirklich. So, dann ist die einzige richtige Tür, die ganz rechts, also mit keinem Trainer, das wäre der richtige Weg gewesen. Aber wie gesagt, ich mache es ja tatsächlich immer mit Absicht. So, was haben wir dann als nächstes für eine Aufgabe? Frage 12 bis 28, richtig, 40. Ja, upala, jetzt habe ich doch die Tür genommen. Ja, ich war schon sehr viel in Ordnung, deshalb weiß ich ja so viel. Nebulak! Na, welche Überraschung, dass du hier in der Geister mit einem Nebulak kommst. Ein Flügelschlag und Nebulak ist Geschichte. So, bei dem ist ein Nebulak, gleich im Level. Also auch kein Problem. Auch wieder der Level, also Flügelschlag und Schiss. So, Level 30, sehr gut, Körperbeispiel ist besiegt. Ich weiß schon, wo du ganz kämpfen, ich weiß. So, die mittlere war die richtige, ne? Also müssen wir hier rechts hin.
Jo. Ich dachte, in den verschiedensten Orten ein Picknick machen, habe ich so viel schon gelernt. So. Picknickerin Carmen. Was hast du denn? Herr Driftler. Okay. Ein geiles Flug-Pokémon, weil was Neues. Alter, eine Nebelacke und eine Falle. So. Du könntest vielleicht was haben. Aber du hast es bei Finalschlag. Scheiß Finalschlag. Wieso nervig die Fähigkeit? Vor allem, weil du dann selber noch den Pokémon hast. Ja, und trotzdem noch den KO setzt, gehst du trotzdem nochmal abgezogen und verlierst auch Pokémon trotzdem. Das ist total ätzend. Ja, dann mach das übrigens mal was anderes mit dem Kaufen hier. So. Dann nehmen wir das nicht. Ich finde, ey, weil jetzt ist die total nervig, wenn immer noch ein Pokémon steht. Noch nicht, das fühlt sich nicht vollständig an. So. Nächste. So, als nächste Aufgabe. Dann mal 13 von 39. Das heißt, wir sind noch hier recht. In der Schule haben wir früher die Geschichte und Pokémon. Du weißt schon, alles, was irgendwie wichtig ist. Pokémon wäre bestimmt geil gewesen in der Schule. Als Fach. Einfach. Es war ja während meiner Schulzeit, das kam es ja irgendwie so auf. 95 kam ja Pokémon Rot und Blau. Und ja. Und das war so während meiner Schulzeit. Das war so. Das muss ich gerade überlegen. 6. Klasse? 6. Klasse? 7. Klasse? So ein Dreh. War das gut. Da kam der große Hype von Pokémon. Ja, ist doch cool, das war eine coole Zeit. Wir sind immer hier bei einem Laden um die Ecke, beim Ladenbesitzer, da haben wir dann immer hingegangen und Karten immer getauscht und so. Ja, war schon cool. Das war schon echt eine geile Zeit, definitiv. Ich bin froh, dass ich es mitgemacht habe. Und jetzt immer noch mitmache. Rund 25 Jahre später. Ja. Ich habe bestimmt schon mehr über Pokémon gelernt als du. Naja, 25 Jahre sind es nicht, 20 sind es. 34 und. Ah, 14, 13, 14 war ich damals. Mhm. Ne, 95 war ich 8. Ja, das kommt doch hin mit 25 Jahren. Doch, stimmt, klar. Da war das nicht. Richtig, da war das nicht. Die Karten kommen später. Spiele kommen. Die Karten kommen später. Ah, war schon. Also allgemein war es die coole Zeit. Die Pokémon, ich weiß auch, wenn wir gekämpft haben. Ich hab die Zeit, ich hab die. Das müssen wir eigentlich auch mal jetzt reden. Nur so nebenbei. So, auf jeden Fall lernen wir jetzt erstmal eine Antikraft. Das heißt, ich sitze auf jeden Fall sitze raus in Antikraft rein und habe eine Step-Gesteinsattacke. Und die setze ich jetzt auch mal ein. Ramaidon, mein Pokémon, das ja Weltbrecher Marino so bravourös geboren oder gesteinigt hat. Das ist das Wort. So, der Alpha kann jetzt nicht liebbar machen, weil. Es war eine spezielle Attacke. So, armer kleine Schulkind, Priska Eis besiegt. So. Ja, dich habe ich schon besiegt. Müsste das hier die richtige Tür sein, ne? Ja, genau. So, haben wir noch eine? Erste Antwort aus dem ersten Raum. Jetzt müssen wir überlegen. 2, 16 oder 15? Es war 15. Es war nämlich 3 plus 5 plus 7. Also die rechte Animalplätze. Also arbeiten wir von links nach rechts einfach durch.
Jetzt mal im Ernst, warum beantwortest du die Frage nicht vernünftig? Du kannst auch eine Kollegin zur Arenaleiterin gelangen. Was für eine Zeitverschwendung. Das muss ich dir in Manieren beibringen. Das ist bestimmt ein Typ, ne? Stan! Upsi. Naja, hat er noch keinen schönen Bruch. So. Na gut, Moment. Gehen wir schon. Relativ. Also ich mache mir gar keine Gedanken irgendwie, dass ich das nicht geht. Ich gehe mal von aus, dass wir das hinkriegen. So, du hast eine Falle. Wie hast du denn noch? Drei. Drei. Da hast du schon nur ein Nebulak oder ein Apollo. Gengar müsste wahrscheinlich Ich glaube nicht, dass du Gengar hast, oder? Mich wundern. Doch, tatsächlich. Ich hatte Gengar. Ich habe dann jetzt gerecht. Ich hatte eigentlich gehört, ja, Gengar hat schon die Arenaleiterin 1, aber. Gut, das heißt, das ist immer sehr gut. Ja, sehr gut. Ohne Probleme. Ja, Kramor, das gefällt mir. Komm, das Kramschiff. Weiterentwickeln dann. Dauert auch nicht mehr so lange. Morgen tut es wahrscheinlich. Ich weiß auch nicht. Ja, weil er liegt. Beide Pocket-Quartier, sobald wir da reinkommen, oder die Galaktik-Quartier, sobald wir da reinkommen, hole ich mir dann. Dann entwickeln wir unser Pokémon. Ah, kann ich das gegen mich antreten? Du gut, ich werde mein Bestes geben. So. Die kleine Paulina möchte ihr Traumvogel gerne besiegt haben. Traumagier wirst du nicht haben. Du wirst nicht die weiterentwickelte Form haben. Okay, das ist das zweite Pokémon, was die Arena halt darin sieht. Ich weiß, dass sie einen Gengar und einen Zufli hat und einen Traumagier. Also ich weiß, sie kennen die Pokémon von mir mittlerweile schon. Das ist das Gute. Finalschlag, mein Freund, hast du Finalschlag? Du hast den okay. Ich habe mir auch noch gedacht, dass das auch noch so ist. Ich habe so eine blöde Fähigkeit. Na gut. So, das dürfte jetzt die letzte Tür sein. Jawohl. Da ist sie doch. Lamina. Oh, oh. Voilà. Da bist du ja endlich. Finalement. Seit meiner Arrivée Ankunft in dieser Region lerne ich immer wieder etwas dazu. Par exemple, dass man sich sehr schick kleidet, um bei dem Wettbewerb teilzunehmen. Deswegen bin ich so herausgebützt, Bibi. Aber nicht nur das, ich habe auch hart trainiert, um Arena zu werden. Du willst mich also herausfordern? Wie? Ja, so soll das alles sein. Doch die Gewinnerin werde ich sein. C'est moi. Das ist schließlich meine Aufgabe als Arena-Leiterin. No. Gut, dass ich eine Weile Französisch in der Schule hatte. Ich weiß gar nicht mehr wirklich viel. Na gut, das ist halt das Problem, weil ich es einfach nicht mehr anwende täglich. Aber gut. Apropos Lamina. Oder Lamina. Fängt mit ihrem Drift Zeppeli an. Also, holen wir uns in Ordnung. Wenn wir Glück haben und dann das heißt, wenn wir das jetzt stärker einsetzen, dann kann man. Daran scheitert es momentan. Oh, Bibi. Du hast deine Attacke überlebt. Fällt mit Kraft an. Auch mit dem Scheiß. Och, ernsthaft. Ehrlich. Och, jetzt hör auf. Ernsthaft. Jetzt kommt also mit so einer kleinen. Okay. Dann sind wir bei der Leiterin. Ich hatte nicht erwartet, dass sie jetzt tatsächlich ein bisschen so. Ein bisschen Probleme hat. Das war mir jetzt klar, dass du jetzt schon dein Kranz hier. Aber das soll, mach ruhig bei deinem ersten. Schon kein Problem. Drei hat's ja. Drei hat's ja.
Na gut, ne, das ist das Problem. Also Attacken sind natürlich, der Angriff ist natürlich geschwächt. Das heißt, ich muss wechseln. Sie haben mich jetzt gezwungen, umzudenken. Aber wieder, ich habe eine Alternative noch in der Hinterhand, mein Freund. Ich habe noch eine kleine Alternative in der Hinterhand. So, dann mal den Schild. Vitalis macht keinen Sinn. Ich bin Typ Psycho. Ja, es ist jetzt eigentlich die Alternative nur noch am Maidon mit Antikkraft. Und das werde ich jetzt auch tun. So, damit habe ich die Fähigkeit überbrückt. Das habe ich was gehört. Ja gut, okay. Dann geht der Schwertanz. Dann nutze ich quasi mehr oder weniger ein Schwert. Aber fliegen wird sie wahrscheinlich nicht wirklich so viel abziehen. Ja, war mir fast klar. 15. So, jetzt gehst du auf. Ich kann ja nichts anderes machen, als Attacker, weil Stärke nicht wirkungsvoll ist. Weil ich den Geist-Typ ist eine normale Attacke, das hat man ja anfangs gehört. Und eine Bodenattacke gegen den Flug-Pokémon sowieso nicht. Gut. So, dann haben wir die drauf. Polia möchte Wirkung, ja, brauche ich. Gengar. Okay. Ja, ich bleib jetzt auf. Ich bleib jetzt auf die drauf. Und die Frage ist, hast du Schwebe? Nein, hast du nicht. Gut. Ich nehme Feuerheiler. Lass mal Feuerheiler drauf auf Kramlox. Ich brauche Kramlox vielleicht noch. Konfusstrahl. Das war mir fast klar. Dass du sowas. Okay. Okay, ich muss mal sagen, dass der Lamina mich ein bisschen mehr vor. Dass Lamina mich ein bisschen mehr vorher rausfindet, als ich jetzt erwartet. Ich hatte jetzt tatsächlich wieder nie. Die kriegen wir schon so noch ein bisschen. Die kriegen wir schon ohne Probleme weg. Aber nein. Gute Lamina möchte gerne. So. Die Frage ist, darf ich? Jawohl, die Flinklaue triggert. Das heißt, ich kann. Hä? Okay. Habe ich nicht einen Hyperheiler drauf gesetzt? Ernsthaft? Habe ich nicht einen Hyperheiler gesetzt? Okay. Nein, wenn ich ehrlich bin, habe ich nicht einen Hyperheiler gerade auf Ramaidon gesetzt? Das ist ein bisschen blöd. Das ist wieder eine Scheißverwirrung. Ich bin gerade ein bisschen feier. Hey, ich hatte nicht angegangen, dass jetzt. Ich hatte jetzt irgendwie drin. Okay, ich kann die Bären mir schnappen. Okay. Okay. Gengar. Du hast gerade ein bisschen was mich. Du hast mir gerade ein bisschen wehgetan. Gengar hat mir gerade mal zwei meiner Pokémon weggenommen, die ich eigentlich erwartet hätte. Aber ist nicht schlimm. Lake. Oh, geil. Okay, Lamina. Du stellst mich gerade so ein bisschen vor eine Herausforderung. Gut, ein Volltreffer erstmal. Gut, das ist jetzt, tut jetzt nicht besonders weh. Gut, erstmal ist das für mich ein Gengar. Traunmagie, die Weiterentwicklung von Traunfuki. Das ist natürlich klar, dass es nur Typ Geist ist. Kann ich mit Meditalis und Spukball dem Fee tun? Ich muss es machen, weil Napoleon ist verwirrt. Den Scheiß will ich mir jetzt nicht anhören. Ich versuche es über, vielleicht über die Initiative. Oh no no, ist schon so weit. Meine letzte Pokémon. Ich dachte, ich wieder, aber die Aufnahme hat sich aufgehängt. Nein, hat es nicht. Das ist heute schon viermal hintereinander passiert. Aber es war alles gut.
Okay, jetzt geht's weiter mit Konfu-Straße. Bisschen gleich eine scheiße grüne Gengar. Mann, das ist gerade das Problem. Du tust mir gerade ein bisschen mehr weh, als ich das eigentlich erwartet hätte. Jetzt hör auf damit. Dann besieg ich es jetzt. Nein. Okay. So langsam muss ich mich gerade ein bisschen sauer. So, dann gehe ich jetzt, hole ich mein Dingset zurück. Das ist gerade mehr von mehr Herausforderungen, als ich dachte. Also wenn ich ehrlich bin, ist Lamina jetzt gerade doch mal eine Nummer härter als Lamina nochmal eine Herausforderung mehr als als Hilda und Marinus. Nicht aufgeben, nicht kapitulieren. Das ist nicht wahr. Oh Gott, Alter. Ja, das ist nicht gerade ohne. Die harte Nuss Lamina. Jetzt muss ich nur ein bisschen Glück. Okay, Kramok steckt es erstmal weg. Und muss jetzt hoffen, dass die Verwirrung durchgeht. Ach, ich hatte es fast gedacht. Ich wusste es. Ach Mann! Ich muss wieder den gleichen Scheiß in Grün spielen. Da bin ich mir fast sicher. Natürlich. Gut, ich würde es an ihrer Stelle genauso spielen. Ich würde tatsächlich auf Assi gehen. Ich würde den Gegner so derbe abfacken. Und das macht sie gerade. Gott sei Dank. Ja. Bravo. Lamina. Das war definitiv mal eine harte Nuss. Und den Applaus kannst du gerne noch auf dich übertragen. Was mich vor Mühe gestellt. Mehr Mühe, als ich mir erwartet hatte. Aber du hast es sehr gut gemacht, aber ich bin ziemlich froh, dass ich es hingekriegt habe. Dann irgendwie nur die Scheißverwirrung, die ging mir so auf Eier, aber ne? Clever gemacht. Hier ist ein legaler Weg, vollkommen okay. Passt. Du bist richtig stark, kein Wunder, dass ich verloren habe. Oh lala, ich bin agitiert. Du deine Pokémon-Team, ihr seid unglaublich stark. Ein Krojabber. Diese Orden habt ihr euch verdient, Wibi. Und das ist Orden Nummer 5. Und das ist der Reliktorden. Diese Orden lässt sich die Attacke Surfer verwenden. Oh, sacre bleu. Nein, ich hatte jetzt eigentlich erwartet, dass wir Stärke haben, oder hätten wir das letzte Team mitliefern können. Das heißt, wir müssen noch einen weiteren Arena-Leiter besiegen. Und der kommt bald. Der kommt relativ schnell. Glaub mal. Diese Terms auch für dich, voilà. Ich bin mir sicher, du wirst sie gut gebrauchen können. Oui. Nur denn, viel Erfolg auf deinem Weg. Team 65. Was ist Team 65? Ist das ehrlich? Ne, Dunkelklaue. Okay. Eine sehr mächtige Angriff. Und diese Dunkelklaue, der auf leider den Volltreffer. Oui. Ach, Gott sei Dank. Bin ich froh, dass ich die alle los bin. Ey. Aber, wie gesagt, nochmal, sie hat es tatsächlich geschafft, mich vor zum Nachdenken zu bringen. Eine Herausforderung, die ich erwartet hätte, ich dachte, ja, okay, das ging ja mir nichts, dir nichts hin, aber Lamina ist definitiv eine harte Nuss. Und ich musste nachdenken. Das hätte ich nämlich bei Hilda und bei Marinus hätte ich das eher erwartet, aber nicht bei ihr, aber jetzt. Starke Lösung. Sehr gut.
Oh, Gift, du hast Serienleiterin besiegt. Wie du so von Tag zu Tag stärker wirst, du bist etwas ganz Besonderes. Zumindest sehe ich dazu. Zugegeben, da ist ein schöner Trainer, der mit mir redet. Oh, endlich. Tja. Bin ich froh, dich zu sehen? Du glaubst ja nicht, wie schwer es war, dich auswendig zu machen. Deine Großmutter hat mir doch erzählt, was in Elises passiert ist. Danke für alles, was du in den Ruinen getan hast. Aber dieses Team Galactic.